war unglaublich viel drin, glaube ich, viel hin und her. Ich würde sagen, gerade erste Halbzeit haben wir ein absolutes Chancenplus, machen zu wenig, glaube ich, aus unserer Situation, haben das Spiel unter Kontrolle und dann machen wir endlich das Tor und kriegen sofort ein. Das darf natürlich nicht passieren. Zweite Halbzeit, ja, wir lassen noch zu einfach Chancen zu für den Gegner, das muss man einfach sagen. Das bestraft sie dann einmal und zum Glück kommen wir nochmal zurück. Am Ende war es nochmal offen, hätten beide Mannschaften nochmal ein Tor machen können. Aber in der Phase, in der wir jetzt sind, ist es, glaube ich, ein kleiner Schritt nach vorne und den Punkt nehmen wir dann auf jeden Fall einfach erstmal mit. Ich würde sagen, sehr gemischt. Wir sind sehr, sehr gut in die englische Woche gestartet, hatten dann wirklich ein tiefes Tal Mitte der Woche, wo wir überhaupt nicht zufrieden waren, wo vieles gefehlt hat, eigentlich alles gefehlt. Heute waren viele Sachen wieder da. Das hat man dann phasenweise auch gesehen. Wir haben das Spiel auch teilweise kontrolliert, das muss man schon sagen. Aber halt noch nicht über 90 Minuten. Da sind noch zu viele Phasen dabei, wo wir dann dem Gegner einfach die Chance geben, auch am Spiel teilzunehmen. Da müssen wir besser werden. Dresden, sehr, sehr schweres Auswärtsspiel, wahrscheinlich eines der schwersten. Nichtsdestotrotz, in der Liga ist jedes Spiel schwer. Wir fahren da aber trotzdem mit breiter Brust hin. Ich glaube, das können wir machen, weil wir wissen, dass wir viel Erfahrung haben und wir haben auch Qualität. Und wir werden in der Trainingswoche die Dinge nochmal verbessern, klar analysieren, was jetzt nicht so gut gelaufen ist. Ich denke, verteidigen müssen wir in den einen oder anderen Situationen noch ein bisschen besser. Und dann bin ich voll überzeugt, dass wir auch in Dresden was holen können. Ich finde, war ein ausgewogenes Spiel. Wir hatten Chancen in der ersten Halbzeit, wir hatten Chancen in der zweiten Halbzeit. Und ich sage, es ist ein gerechtes Unentschieden heute. Ja, ich finde, es war ein toughes Spiel. War viel Spannung drin, viel Kampf. Wir haben das gut angenommen. Natürlich, dass wir dann in Führung gehen, ist super. Und dass ich da allein so stehe, ist natürlich auch überragend. Aber ja, es war sicher schön, Tor zu machen nach meiner Verletzung. Das ist immer schön. Ja, wir haben einen Sieg, eine Niederlage, einen Unentschieden. Vielleicht nicht ganz optimal, aber ich finde, es war eine Steigerung vom Spiel zu Münster. Und das ist das Wichtigste. Und wir haben heute ihren Punkt mitgenommen und werden uns jetzt auf Dresden vorbereiten. Ich fand, wir sind gut angelaufen vorne, wir waren im Spiel, wir waren kämpferisch da. Wir haben alles gegeben und wir müssen halt noch ein bisschen ruhiger werden, aber das kommt vom Spiel zu Spiel.